Kapitel 6 Aus einem anderen Leben. Leise und unauffällig schlich ich über den Dorfplatz. Ich spürte Floinks Blick, der noch immer in meinem Nacken brannte. Auch wenn er mir tatsächlich vertraute, wusste ich genau, dass ihm die Entscheidung nicht leicht gefallen war. Schließlich bedeutete mich freizulassen nicht nur mich zu unterstützen, sondern auch seine Freunde zu verraten. Und gleichzeitig waren all die Erinnerungen, die er hatte, verschwommen. Ihre einzige Quelle, eine innere Dunkelheit. Aber auch wenn ich mir ein paar Sorgen um ihn machte, wusste ich, dass ich nicht zögern dürfte. Ich musste schnell von hier weg, schnell einen Unterschlupf finden, von dem aus ich agieren könnte. Doch dazu musste ich erst wissen, was es in dieser Welt im Vergleich zu meiner gab und was nicht. Ich hatte bereits eine Idee für einen Unterschlupf, doch erst musste ich wissen, ob es ihn überhaupt hier gab. Bereits in der Frühe würde jemandem auffallen, dass ich verschwunden war, so viel war sicher. Wenn er es klug anstellte, dann würden sie es durch Floink wissen. Ich rechnete damit, dass sie von diesem Moment an sofort beginnen würden, nach mir zu suchen. Das heißt, ich hatte wahrscheinlich rund 1 bis 2 Stunden Vorsprung, vielleicht auch 3. Ich kannte meine Freunde gut genug. Ich wusste genau, wie geschickt sie waren und was ihre Stärken und Schwächen waren. Dieses Wissen könnte ich natürlich nutzen. Wenn es relevante Schwächen gäbe, die mir gegen mehr als einen von ihnen auf einmal helfen würden. Das Einzige, was mir dieses Wissen wirklich brachte, war das Bewusstsein, dass diese Mission alles, aber nicht einfach werden würde. Ich durfte keine Spuren hinterlassen. Auch mit falschen Spuren musste ich achtsam sein. Ich würde sie brauchen, aber ich musste es schaffen, dass sie nicht bemerkten, dass die Spuren falsch waren. Nicht umsonst hatten wir in meiner Welt so viel zusammen überstanden. Meine Freunde waren als Gruppe der wohl stärkste, strategisch klügste und trickreichste Feind, den man überhaupt haben könnte. Ich durfte mir keinen Fehler erlauben. Jeder Einzelne könnte das Ende meiner Mission bedeuten. Gleichzeitig wusste ich aber, dass ich irgendwo auch Hilfe aus ihren Reihen hatte. Natürlich könnte Floink nicht offen gegen sie vorgehen. Aber ich hoffte durchaus, dass er es schaffte, ihre Suche teilweise unauffällig zu sabotieren und sie vielleicht auf falsche Fährten zu bringen. Und einen weiteren Vorteil hatte ich auch noch. Ich war doch sehr sicher, dass sie nicht erwarten würden, dass ich nach Schatzstadt reiste. Die Idee wirkte so dumm, dass ich sie selber ja noch hinterfragte. Aber ich musste das Risiko eingehen. Und sollte er mich irgendwie erkennen? Zwar wusste ich, dass Knuddeluff sehr viel verstecktes Potenzial in sich hatte. Aber ich bezweifelte doch stark, dass er es in einem Kampf mit mir aufnehmen könnte. Ich war mehr als nur abgehärtet, aber im Idealfall würde es dazu gar nicht kommen. Mein Plan stand bereits so ziemlich fest. Würde ich es schaffen, den Gildenmeister von meiner Geschichte zu überzeugen, dann würde ich die Tohaido-Klippe als Lager nutzen. Von dort aus würde ich weiter agieren und den Rückweg in meine Welt finden. Sobald ich von hier weg war, sollte auch an diesem Ort wieder Frieden einkehren. Und es würde ihnen beweisen, dass sie im Unrecht waren. Und wenn der Gildenmeister wirklich so schlau war, wie der andere Günther es mir erzählt hatte, dann würde er ganz bestimmt irgendetwas wissen, mit dem ich arbeiten könnte. Erst hatte ich gehofft, dass ich mit genug Tempo Schatzstadt bereits erreichen könnte, bevor die anderen überhaupt eine Chance hatten, mich einzuholen. Allerdings fiel diese Option mit der Möglichkeit, dass sie sich aufteilen könnten, schnell ins Wasser. Latias und Latios waren viel zu schnell, um dieses Vorhaben möglich zu machen. Sollte ich vielleicht irgendwo unterwegs einen Unterschlupf suchen? Vielleicht schon eine Nacht dort verbringen, um keine Spuren zu legen, während die anderen sich bei der Suche verausgabten? Es ergibt keinen Sinn, überhaupt in Schatzstadt ein Lager errichten zu wollen. Es ist zu offen und jeder Passant könnte Bescheid wissen und dich verraten. Kurz erschrak ich, als die Stimme ertönte. Allerdings fiel mir dann ein, wessen Stimme dies wohl war. Ein Teil meiner eigenen Seele würde sich nicht so schnell gegen mich wenden. Determination? Bist du das? Die Essenz des Hasses? Ihre innere Stimme klang ungewöhnlich ausgeglichen. Ich bin die Determination, aber nicht die Essenz des Hasses. Auf dem Turm der Götter haben deine Freunde mir meine wahre Existenz wieder aufgezeigt. Hass ist die stärkste Emotion, weshalb sie all die Zeit die Dominante von ihnen war.
Jedoch bin ich die Essenz aller Emotionen. Ich wusste bereits, dass ich einiges durch meine Besessenheit verpasst hatte. Die Essenz der Emotion, nicht nur des Hasses, verändert das etwas an den Fähigkeiten, die ich mit deiner Hilfe nutzen kann. Für viel Empathie war ehrlich gesagt einfach keine Zeit. Gerade galt praktisches Denken als höchstes und wichtigstes Gut. Ja, aber es ist etwas kompliziert. Lass uns dies an einem sicheren Ort besprechen. Wenn du nach einem sicheren Unterschlupf suchst, solltest du vielleicht über die Höhle nachdenken, in der Shinux von Black, dem Zoroark, gefangen gehalten wurde. Wenn sie an diesem Ort existiert, dann ist sie wahrscheinlich das perfekte Versteck, so unscheinbar wie sie ist. Die unterirdische Grotte. Damals hatte sich dort in meinem Feurigelkörper die Determination offenbart und mir geholfen, Shinux zu befreien. Ich erinnerte mich noch gut daran, wie herausfordernd es gewesen war, diesen Ort zu finden. Sollte sie in dieser Welt wirklich existieren, dann hätte die Determination auf jeden Fall recht. Die Höhle war eine sehr sichere Zone, um mich dort zu verstecken. Sofort machte ich eine leichte Kurve, um eher in die Richtung der Grotte zu gelangen. Ich erinnerte mich noch sehr gut an ihre Lage. Sie war zwar noch etwas näher an Silberdorf als an Schatzstadt, aber ich würde ihren Dienst trotzdem sehr gerne annehmen. Zudem war ich sehr interessiert an den Möglichkeiten, die die neue Determination mit sich brachte. All die Zeit hatte sie die Macht des Hasses genutzt. Nun, wo sie wieder mit allen Emotionen arbeitete, müsste logisch gesehen ihre Wirkung ein Vielfaches haben. Auch deswegen wollte ich schnell zur Höhle, um dort die neue Kraft in mir zu erkunden und kennenzulernen. Der von Laub bedeckte Boden des Waldes war genauso, wie auch bei der Rettung damals. Gerade das Laub war ein großer Teil des Versteckes gewesen, weshalb mich der herbstliche Zustand des Waldes sehr erleichterte. Auch wenn ich selber den Eingang erst finden musste. Gerade die Sorge, dass es ihn überhaupt nicht gäbe, da diese Höhle eventuell in dieser Welt nicht existierte, zerrte an meinen Nerven. Aber nur so lange, bis ich eine Falltür im Boden fand. Natürlich war eine Falltür nach den Ereignissen des Vortages nicht wirklich das, was ich in meinem Leben am dringendsten brauchte. Aber ich war doch froh, sie zu finden und trat ein. Floinks Sicht. Die Sonne war kurz vor dem Aufgehen. Günther war inzwischen seit fast 3 Stunden weg. Ich wusste, dass die Zeit gekommen war, um langsam festzustellen, dass er entkommen war. Zumindest musste es für die anderen so aussehen. Von daher schnappte ich mir kurz einen Teller mit ein paar Beeren und etwas Wasser, damit es so aussah, als hätte ich mir etwas zu essen bringen wollen. Noch ein paar Sekunden. 3, 2, 1. Leute, kommt schnell! Der falsche Günther, er ist weg! Gefühlt dauerte es nur einen Sekundenbruchteil, bis viele von ihnen auftauchten. Jetzt hieß es, die Rolle gut spielen. Der Günther meiner Welt war als erstes bei mir. Wie weg? Was ist passiert? Nun musste ich die Verzweiflung darstellen. Ich habe keine Ahnung. Er hat im Keller irgendwann aufgehört, Geräusche zu machen. Ich dachte, er wäre wohl eingeschlafen. Und gerade als ich ihm etwas bringen wollte, damit er nicht verhungert, die Zelle war einfach leer. Er war einfach weg. Einfach weg. Verschwunden. Wirklich. Lord Eckes Worte schienen einen Hauch von Misstrauen zu beinhalten. Ja, ich saß die ganze Nacht vor der Tür. Er hätte nicht unbemerkt an mir vorbeikommen können. Ich dachte, ich habe ihn einfach fliehen lassen. Nun, diese Aussage war durchaus wahr. Aber ich wusste, dass meine Freunde sie anders interpretieren würden, als sie wirklich geschehen war. Es ist nicht deine Schuld, Floink. Wir hätten wohl nicht damit rechnen sollen, dass bei diesem Kerl nichts Übernatürliches im Spiel ist. Jackpot. Ich hatte meine Tat indirekt gestanden und damit das perfekte Alibi geschaffen. Nun musste ich meine Rolle nur noch weiterspielen. Günther war schnell dabei zu handeln. Also gut, wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir machen uns auf die Suche. Kommt alle mit, wir werden diesen Nachahmer finden. Er wandte sich kurz an mich. Floink, du musst nicht mitkommen. Ruh dich vielleicht lieber etwas aus. Nein, er ist meinetwegen entkommen. Ich komme auf jeden Fall mit. Die Blicke meiner Freunde zeigten mir, ich hatte meine Rolle überzeugend gespielt. Sie vertrauten mir voll und ganz. Nun lag es also an Günther. Nachdem ich es mir in der Höhle bequem gemacht hatte,
hatte ich viel mit meinen neuen Fähigkeiten experimentiert. Es war ähnlich, wie ich es mir vorgestellt hatte. Mit genug Fokus konnte ich nun Farbkugeln erschaffen, die mich umkreisten. Eine Berührung mit einer von ihnen gab mir die Kräfte einer Emotion. Aber ich konnte sie nicht endlos verwenden. Die Emotionen brauchten alle eine Weile, um sich wieder aufzuladen. Insgesamt standen mir nun 5 Fähigkeiten zur Auswahl, die die Determination mir folgendermaßen erklärt hatte. Die 5 wichtigsten Emotionen, die ich kontrolliere, kannst du allesamt zu deinem Vorteil verwenden. Freude, Hoffnung, Liebe, Hass und Trauer. Sie sind in ihren Kugeln ähnlichen Farben zugeordnet wie deine Seelensplitter. Die gelbe Kugel ist die der Freude, die grüne die der Hoffnung, die pinke die der Liebe, die rote der Hass und die blaue die Trauer. Jede von ihnen verhält sich anders. Die Freude ist kampftechnisch gesehen die ausgeglichenste Emotion. Sie verstärkt all deine Attribute ein wenig. Stärke, Schnelligkeit und Verteidigung steigen allesamt minimal an. Die Liebe ist simpel, aber effektiv. Sie braucht eine ganze Weile, um wieder aufgeladen zu sein. Aber sie heilt deine Wunden ein wenig. Hoffnung verleiht im bildlich gesehenen Flügel. So auch hier. Sie hilft ausschließlich deiner Agilität und deiner Sprungkraft. Den Hass kennst du bereits. Eine vollkommen offensiv ausgelegte Emotion. Deine Defensive und Geschwindigkeit leiden, aber die Offensive profitiert enorm. Die Trauer ist die defensivste Option, sie verstärkt vor allem diese. Sie ist gerade sinnvoll, um Wartezeit für die Liebe zu überstehen. Als Krieger der Emotion hast du unfassbare Macht, aber du musst diese Macht perfektionieren. Es gibt keinen schwierigeren Kampfstil auf dieser Welt als den der Emotion. Du musst wissen, wann du welche Emotion wie nutzen möchtest. Denn eigentlich alle Emotionen können falsch genutzt auch dir schaden. Die Liebe benötigt einen Moment und kann dem Gegner viel Angriffsfläche bieten. Hoffnung senkt die Defensivkraft. Trauer macht dich offensiv sehr schwach. Alles muss taktisch und zu seiner Zeit genutzt werden. Lerne damit umzugehen. Diesem Rat folgte ich sogleich und trainierte für Stunden. Ich machte mir keine Sorgen, dass mich jemand hören könnte. Schließlich befand ich mich viele Meter unter der Erde. Ich hatte wirklich das Gefühl, den Dreh schnell rauszubekommen. Und ich merkte schnell, wie mächtig diese Fähigkeit wirklich war. Ich wusste zwar nicht genau, wie spät es war, aber ich entschied mich, auf jeden Fall eine Runde zu schlafen, bevor ich die Höhle wieder verließ. Aber vorher, mehr Training. Zumindest trainierte ich so lange, bis ich ein eigenartiges Geräusch hörte. Die Falltür. Ich verstummte sofort und hörte Schritte, die die Treppe hinuntertraten. Hatten sie mich schon gefunden? War ich zu unvorsichtig gewesen? War es vielleicht jemand anderes? Und wenn ja, war dieser jemand mir friedlich gesinnt? Ich verbarg mich im Schatten, um die Lage erst einmal zu analysieren. Und ich sah das Pokémon, welches die Treppe hinunterstieg. Es ging zur zerbrochenen Kette an der Wand, die derjenigen, die Shinnok einst gehalten hatte, exakt glich. Und genau dieser blickte sie auch an. Shinnok. Aber er war alleine. Hier war es. Hier hat er mich gehalten. Ich spitzte sofort die Ohren. Hier? Ich dachte, in dieser Welt wäre das alles nie geschehen. Günther, ich weiß, dass du hier bist. Du brauchst dich nicht mehr zu verstecken. Ich komme in Frieden. Es hatte offensichtlich keinen Sinn, in meiner Ecke zu bleiben und so trat ich hervor. Was willst du? Ich werde mich nicht ergeben. Bleib ruhig, ich sagte doch, ich komme in Frieden. Ich habe mich weggeschlichen, während die anderen schliefen. Sie haben keine Idee, dass ich hier bin. Ich möchte mich dir anschließen.